Äußerst spannende Projekte, Apps, Webseiten, Entwicklungen. Hier eine weitere, nämlich die Nummer 5 von unseren 7 Projekten, nennt sich Healthy Eating und ist vom Team Denise, Annalena und Milena. Drei Jugendliche, die vor Jugendhack noch kaum programmiert haben und nun an einem einzigen Wochenende eine App zum Thema gesunde Ernährung selbst entwickelt haben. Bitte auf die Bühne. Hallo, ich bin die Annalena und bin von der Gruppe Healthy Eating. In der App geht es darum, dass man ein Essen auswählt und wenn man da ein ungesundes Essen ausgewählt hat, bekommt man eine gesündere Alternative. Die Rezepte sind von der Sascha Walecek, die hat die Faustformel entwickelt und pro Mahlzeit sollte man eine Handfläche Eiweiß, 2 Fäuste Gemüse und 1 Faust Kohlenhydrate essen. Und nun ein Video von unserer App. Also hier sieht man das Startmenü, wo man auswählen kann, Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. In unserem Fall haben wir das Frühstück gewählt. Dann sieht man 3 Menüwahlmöglichkeiten und bekommt ein Rezept, erst die Zutaten und danach das Rezept. Dann nach dem Frühstück wird man direkt weitergeleitet aufs Mittagessen. Wieder Rezept, also Zutaten und danach die Zubereitung. Mit dem OK-Knopf kommt man auf die nächste Position. Vom Mittagessen wird man zum Abendessen weitergeleitet und kann sich auch hier bekommt man ein Rezept vorgeschlagen. Mit dem OK-Knopf kommt man weiter. Es gibt auch den Back-Knopf, mit dem man auf die Zutatenliste zurückkommt. Nach dem Abendessen kommt man wieder ganz normal zurück auf den Startbildschirm und kann von neu anfangen. Also, hallo, ich bin Milena und ich habe mich ums Design gekümmert. Ich habe auch ein bisschen mitprogrammiert, aber ist egal. Eigentlich konnte man da nur Hintergründe machen beim Design jetzt so. Und ich habe die Hintergründe mit Paint 3D gemacht, weil es einfach übersichtlich ist, einfach zu nutzen ist und halt leicht ist. Und zuerst habe ich die Hintergründe auf einem Blatt Papier gemalt, also vorgemalt ein bisschen. Und dann habe ich die in Paint 3D gemalt und dann in die Zulip-Gruppe von uns geschickt. Und dann, ja. Danke an unsere Mentoren, Isabella und Tesla. Vielen Dank an das Team von Healthy Eating, Denise, Annalena und Milena.